Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir sind ja hier in diesem einen Waldstück hergeritten in der letzten Folge und sollen Modron suchen. Und ich schau einfach mal. Vielleicht lassen wir mal Synnin fliegen. Sei meine Augen. Sei meine Augen. Oh, das ist aber auch hier. Sind ja mehrere Eingänge, unterirdische Eingänge, ne? Ah, das geht hier unten durch die Schlucht. Und dann kommen Gegner. Und dann haben wir hier ein größeres Areal. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Sperrgebiet, der Elfwald, da müssen wir rein. Und da gehen wir doch durch diese Schlucht. Aber die haben hier schon hier so eine kleine Geräuschfalle aufgebaut. Dann müssen wir mal drüber rüber gehen. Und die nicht auslösen. Dann kümmern wir uns jetzt mal hier nach und nach um die Leute. Zerbrochenen Bogen gab es dafür. Ah, da ist nochmal so eine Geräuschfalle. Da müssen wir drüber gehen. Genau, und den springen wir mal von oben auf den Kopf. Eieiei. Recht unübersichtlich hier alles. Ah, hier ist eine Höhle, ne? Das könnte natürlich der Zugang sein. Oh, da vorne ist auch eine Wache. Der hat schon eine Leiche gefunden. Oder den pfeifen wir einfach mal her, ne? Nummer 1. Und Nummer 2 kriegt die Axt ins Gesicht geworfen. Okay, dann Rainer. Ich denke mal, der wird da drin sein. Oder ist das nur ein Schatz? YOLO, ich nehme hier keinen was weg. Quatsch. Ist doch cool, machen wir. Ich kenne den zwar nicht, aber ey, warum nicht? Dann kriegt er dann ein Follow von mir gleich. wir lesen mal, was ist denn hier? Ein Papierschnipsel. Ich wollte mich nur in dieser Höhle hinlegen und ausruhen, doch ich wurde schnell von ein paar Gestalten mit Kapuzen, mit Schädelgesichtern vertrieben. An diesem verwunschenen Ort werde ich keine Minute ruhen. Ja, komisch, ich habe ja auch so ein Schädelgesicht. Das passt ja. Oh, Eisenerz, das war gut. Da war eine Menge Eisenerz in der Truhe. So, aber das war ja immer noch nicht der gute Modron. Der kriegt jetzt mal mit einem Pfeil einen ins Gesicht. Na, kommen wir hier hoch? Ah, wieder zu viel gegessen heute. Ist man nicht mehr so leichtfüßig wie sonst. Okay, die haben nichts gemerkt. Einen Moment. Uiuiui. Runter. Hier gibt's gar nichts, mein Junge. Aber ich erkenne Modrons Stimme. Alter, schön in die Niere. Oh, das für ein Pyromane da vorne. Na, jetzt ist unsere Tarnung eh aufs aufgefallen, also von daher. Ei. Ah.
Alles klar, den haben wir auch. Da unten ist er. Der Knoten. Genau, da müssen wir dann rein. Und zack. Den Goliath einfach mal weggemeuchelt und ein Reichtum erworben. Nice. Was gab's denn dafür? Ein Tungstenbarren und Titan. Der hat sich mal richtig gelohnt, der Junge. Okay. Ah, hier vorne gibt es so einen Durchgang. Dann wird er wohl da drin sein. Mal durchquetschen hier. Kann man hier mit der Fackel auch die Spinnenweben kaputt machen? Tatsächlich. Das war ja schon in Origins so, ne, dass man mit einer Fackel Spinnenweben verbrennen konnte. Das sieht cool aus. Okay, die Fackel schmeißen wir mal weg. Oh, das Ding ist doch größer als gedacht. Eieiei, hier ist ja alles voller Gift. Hier ist doch was faul. Hier ist was faul, da hat er recht. Da ist was faul im Staate Dänemark. Okay. Aber was war das hier? So ein Giftsee oder? Oh, war das eben. Ist das entflammbar? Sehr interessant. Egal, wir gehen hier weiter. Sperrgebiet. Okay, da vorne ist einer mit einem Schlüssel. Rübergezogen und dann uns den Truhenschlüssel gegönnt. Alles klar, der andere sitzt mit dem Rücken zu uns. Das ist einfach. So, dann haben wir noch die beiden anderen Gestalten da vorne. Genau, und die stehen auch direkt an der Truhe. Können wir da von oben drauf springen? Dein Schicksal an. Hui! Einmal schön ausgewichen und dann im Kopf. Das wird die Truhe sein, jawohl. Ist sie? Ah, da geht's noch weiter, ne? Alter, ist das groß hier. Okay, da sind nochmal drei. Die stehen dicht beieinander, ne? Da muss man mal gucken. Oder ich spreng die in die Luft. Könnte auch natürlich hier in den Heuhaufen. Hey, nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Egal. Da hab ich's mal wieder ultimativ verkackt. Und zack! Alles klar. Was ist mit dem los? Auch nochmal. Zack. Ich dachte, das wären hier so Explosionsfässer. Dabei waren es einfach nur Tonkrüge. Was machen die Schafe hier? In der Höhle. Das wäre nicht ganz geheuer hier, wenn so Schafe in der Höhle sind. Wo willst du hin, Schaf? Ist das echt der Weg? Hier runter? Ich habe Angst.
Alles klar. Alter, was ist denn hier los? Modron, tatsächlich. Habe ich Alfheim betreten oder ist das ein völlig neues Reich? Da oben ist sie, ne? Aber wie kommt man da hin? Warum sind hier so überall diese Seilrutschen? Das ist ja interessant. Oh. Schweiß und Blut, Tod und Geburt, zurück an die Erde, aus der das Tier wurde. Modron, leg die Klinge weg oder stirb durch meine Hand. Ich hätte wissen müssen, dass Kenon es nicht fertig brächte, dich für die Hunde zu vierteilen. Kaltschnäuzig von dir, deinen Geliebten für deine Verbrechen den Wölfen zu opfern. Du verstehst so wenig. Sei es drum. Lass mich dich mit dem Zorn der Götter erhellen. Ach du liebe Zeit. Ei. Das ist eine Bogenschütze, ne? Sag mal, ist sie schnell. Nimm das! Ja, genau. Moment mal. Was wird denn das? Hier ein Fernkampf? Will die mich verarschen? Okay, die läuft hier immer. Hey! Die läuft hier so cool lang, ne? Deswegen sind hier so viele Pfeile. Also ich muss die wahrscheinlich über einen Fernkampf besiegen. Alter! Eieieiei. Oh, da fliegt sie hin. Jetzt mal hin. Oh, ich muss mich heilen, ne? Ich muss mich heilen. Und nochmal drauf auf den Kopf. Und da haben wir sie besiegt. Das war ja aber eine. Die war ja flink. Gut. Lass Glowekister schier in den Händen dieses Christen. Und wofür? Deinen Namen und ein paar Handelswege. Zweifelst du an der Macht deiner Götter, den Geist deines Mannes zu ändern? Theuda ist nicht länger der Eiferer, für den du ihn hältst. Menschen lügen, um ihre Haut zu retten. Wenn du fort bist, weidet er mich aus und verbrennt die meinen. Das zeigten mir die Götter. Kenon sprach von deiner Erscheinung. Die Nornir spinnen ihre Schicksalsfäden. Doch ohne deinen Plan wäre sein Herz unverändert. Dann bereue ich nichts. Auch zu dir hatte ich eine Erscheinung. Einen Weg, der sich windet wie die Use. Das Netz einer Seherin verdreht Leiber und Worte. Die Weissagung ist ein Fluss und wir können uns nicht gegen ihn stemmen. Sie kämpft, um ihr Volk zu beschützen. Doch trat sie deinen Namen mit Füßen, beschmutzte ihre Ehre und die ihres Volkes. Deswegen wird sie auch nicht verschont. Also sie definitiv nicht. Ich bahne mir selbst den Weg. Mama! Oh, das sollte die Kleine natürlich nicht sehen. Herr, hab erbarm. Welch Zauberwerk ging hier vor sich? Die Hohepriesterin hat versucht, dich zu töten. Warum? In Gottes Namen? Ich habe ihr nichts getan. Sie fürchtete, die Kirche würde dich als Gotteshammer einsetzen. Als überzeugte sie Kenon, dass du sterben musst. Ich habe Modron getötet, aber Kenon lebt, um im Weidenmann zu brennen. Solch eine Verschwendung von Leben. Der Teufel flüstert in die Ohren der Menschen. Doch wir dürfen nicht auf ihn hören. Modron hatte eine Vision, in der du die Heiden auslöscht. Und Gwennet ist Kenons Bastard. Er beschützt also nur die Seinen. Sein Kind zu lieben ist eine Tugend. Zorn jedoch eine Sünde. Wie kann sich beides verbinden? Wir alle handeln kopflos, wenn unser Vermächtnis in Gefahr gerät. Als Name, Reich oder Kind. Und schön in der Unterhaltung. Mit der kleinen Seherin? Konnte ich dich mal auf mich halten und musste nochmal furzen? Sie trifft keine Schuld. Ich schließe mich nicht deiner Christenkirche an.
Das musst du auch nicht. Ja, was machen wir mit der Kleinen? Und bei Nomek? Alles gut? Ich hoffe, du hast diesen warmen, sehr, sehr warmen Tag auch gut überstanden. Die Verbrennung des Weidemanns haben wir somit abgeschlossen. Wir haben hier eine Rüstung und noch so ein Buch. Wir gucken gleich nochmal. Also genau da, wo wir vorhin waren, gibt es noch zwei Sachen. Die sollten wir uns auf jeden Fall noch gönnen, bevor wir hier abhauen, weil, aber wie kommt man hier raus aus der Butze? Das ist das Ding. Da oben rausklettern? Das wäre aber ein bisschen strange. Jetzt laufe ich hier durch diese Höhle und finde den Ausgang nicht, oder was? Okay, das ist ja auf der anderen Seite, ne? Moment mal. Die Pfeile nehmen wir uns alle mit, ne? Die sind ja hier for free. Da geht's nach oben. Da geht's nach oben. Habt ihr's gesehen? Da ist eine Tür. Und das wird der Ausgang aus dieser stinkenden Höhle sein. Jawohl. So. Ja, das Mädchen ist jetzt weise, aber da kann ich auch nichts dafür. Das hat die Mutter sich selber ausgesucht. So, und dann sind wir hier draußen. Jetzt gucke ich nochmal, wo genau... In 100 Metern. Richtige unterirdische Katakomben waren das ja quasi. Voll neblig hier im Wald. Voll cool. So, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, ja, sind wir. Der Elfwald und da unten haben wir zwei Truhen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da hin? Am besten. Also hier ist der Typ hier mit dem Schlüssel. Den holen wir uns jetzt mal. Alter! Ich brech dir das Genick. Er tritt hier sein Schwein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alter. Und Stampf! Da vorne geht's, glaube ich, noch, ne? Hä? Kann ich den nicht... Kann ich da keinen Attentat machen? What the fuck? Voll den Arm abgeschlagen. Richtig mies. Er kriegt gleich drei Pfeile ins Gesicht. Oh, hier ist noch einer. Zwei sogar. Der ist ja mutig. Oh mein Gott. Da haben wir ihn einfach mal auf den Kopf getreten. Okay, hier geht's nochmal runter. Und ich glaube, hier ist die Rüstung am Start. Und zwar die Tarnenhose. Die haben wir jetzt schon mal safe. Jetzt brauchen wir eigentlich noch das Buch des Wissens. Das 24 Meter auch da unten ist.
Oh, auch wieder den Arm abgeschlagen. Also mit dem Schwert ist das echt mies. Ich glaube, hier geht's runter, ne? Perfekt. Oh, da war noch einer. Und boom, Alter. Nochmal schön brutal niedergestreckt, den Jungen. So, jetzt kommen wir zum Buch des Wissens. Und unser Wissen bereichern. Wir kriegen die Todestäuschung als Fertigkeitenverbesserung. Ja, und hier mit dieser Errungenschaft und dem Reichtum würde ich diese Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla beenden. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start.